Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mich bloß nochmal fix pennen gelegt, dass wir hier gesund, munter und ausgeruht in die nächste Folge starten können. Wir machen noch ganz schnell das Inventar leer. Das hatte ich bei Wertvollem drin, das Bernstein, ne? Genau, und die Perle glaube ich auch. Und ach, die Münzen doch auch noch. Wir haben einen Wolfszahn. Ich würde den jetzt erstmal bei Knochen mit reinpacken. Finde ich, ist irgendwie das Naheliegendste. So, und den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir packen jetzt erstmal kurz 3 von den Tränken wieder raus. Was haben wir noch? Geringer Ausdauermet. Ach komm, wir nehmen den mal mit. So, Waffen und alles ist noch on top. Ach, wir brauchen unbedingt, ganz unbedingt Pfeile. Denn wir machen uns jetzt wieder ins Gebirge auf. Ich habe echt Bock drauf. Neue Gegner. Wie gesagt, diese Drachenträne brauchen wir ja. Ich glaube, es hieß so, um das Dings zu schmelzen. Das Schwarzmetall. Und Obsidian können wir ja auch noch abbauen, aber da braucht man eine Eisenspitzhacke. Also denke ich mal, Bronze hat nicht gereicht, also wird es wahrscheinlich Eisen sein. So, lasst mich mal kurz gucken. Ich hätte eigentlich ganz gerne, ich weiß nicht, Feuer gegen Eis ist eigentlich eine gute Variante, oder? Feuerpfeil, 2 Federn, 8 Harz, 8 Holz. 2 Federn, 8 Harz, 8 Holz. Also wir nehmen uns jetzt einfach hier mal einen Stapel Federn mit. Einen Stapel Harz. Und jetzt könnte es am Holz scheitern. Ein bisschen Hammer. Also können wir 2 mal herstellen. 40 Pfeile. Eigentlich nicht so viel. Wir bräuchten ein bisschen mehr. Vielleicht gehen wir doch nochmal ganz schnell ein bisschen Holz holen. Weil ganz ehrlich, mit 40 Pfeilen da hoch. Ich meine, es ist jetzt nicht der weiteste Weg. Aber es ist halt auch nicht der kürzeste Weg, ne? So, wir müssen mal gucken. Die muss ich ja auch nochmal umbauen. Ist halt echt komisch, dass jetzt auf einmal die hier mehr Fläche brauchen, obwohl ich hier Platz gemacht habe. Muss ich alle mal noch ein bisschen besser verteilen. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt immer, wenn ich hier vorbeilaufe, davon was abzuernten, dass wir uns wirklich bewerfen können mit Honig. Jetzt verschwende ich sogar schon den guten Feuerpfeil. Verdammt. Aber bei so einem Hirsch, der sich so anbietet, kann ich auch nicht Nein sagen. Weil Fleisch können wir immer gebrauchen. Ach, keine Ausdauer. Jetzt. Ja, wir holen uns hier bloß ganz fix ein bisschen Holz. Und dann machen wir uns auf ins Gebirge. Ah, und der nächste. Es hört einfach nicht auf. Bam. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich muss sagen, der Drache war prinzipiell jetzt erstmal nicht so heftig. Wenn wir genügend Pfeile gehabt hätten, wäre der auf jeden Fall relativ schnell gefallen. Aber ist ja auch gut. Ich meine, wir haben die Eisenrüstung jetzt endlich auf der 2. Die Ebenen waren halt wirklich einfach viel zu früh. Achso, und ich habe mir gedacht, da ihr aktuell ja alle so gut mitmacht und mich das sehr freut, was Kommentare und Likes und alles angeht, werde ich jetzt einfach mal immer mal ein paar Kommentare mit einblenden, ohne dass ich jetzt groß was dazu sage, sondern so zum Folgenstart blende ich es einfach mal mit ein, als kleines Dankeschön, dass ihr mitmacht. Und jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, wir sind in Folge 100. Hey! Ich dachte, es müsste Folge 100 sein. Ich bin mir relativ sicher, dass es Folge 100 ist. Cool, haben wir es geschafft? Hätte ich nicht gedacht. Also, ja, was heißt hätte ich nicht gedacht, aber das muss ein Spiel auch erstmal schaffen. Bei den meisten Spielen ist so bei Folge 30, 40 Schluss. Gut, das sind jetzt auch nicht so eine, das ist natürlich hier so ein endloses Game, gar keine Frage. Aber auch erstmal bis Folge 100 zu kommen und trotzdem noch bei jeder Folge Spaß zu haben, das schafft tatsächlich nicht jedes Spiel. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich immer wieder drauf. Ich setze mich hin, weiß, okay, jetzt nimmst du Valheim auf und freue mich einfach so krass, dass wir hier weitermachen können. Also das Spiel hat alle seine Bewertungen, Platzierungen, was auch immer es alles erreicht hat, definitiv verdient. Anders kann man es nicht sagen. Und ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. So, wie viel haben wir zusammen? Schon wieder eine ganze Menge. Ah, aber hä, warum kommt... Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin eingefrostet. Warum kommt denn der Drache hier runter? Der uns doch noch verfolgt. Okay, also er kann uns einfrosten und er zieht auch eine ganze Menge ab anscheinend. Hab ich den getroffen? Er hat mich gerade echt erschreckt und es klang genau wie ein Wildschwein.
Zumindest das, was wir die letzten Male von so einem Wildschwein gehört haben. Entweder war es vielleicht doch der Drache und wir haben ihn bloß nicht gesehen. Oder es war einfach doch ein Wildschwein. Naja. Gut, also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns nicht treffen lassen davon. Er friert uns ein. Aber ich glaube, mit dem Metis Frostwiderstand sind wir auch resistent versus Eis. Genau, also das heißt, er friert uns nicht mehr ein. Es ist nicht nur kälteresistent, sondern auch generell wahrscheinlich gegen den Eiseffekt. So, ich würde jetzt nochmal ein paar Pfeile. Zack. Zack, einmal können wir noch. Dann ist das Stack voll und dann machen wir uns einfach noch mal schnell 40 normale. Und dann ist gut. Inventar schon wieder fast voll. Hälfte der Folge rum. Ja, noch nicht ganz, aber... Und wir haben bloß wieder ein bisschen Zeug zusammengesammelt. Es geht immer so schnell hier im Spiel. Und da versuche ich mich schon zu beeilen. Zumindest meistens. Manchmal klappt es halt nicht. Hier oben haben wir noch ein Fell. Dann lass uns mal noch schnell das Holz hier wegpacken. So, wir können mal überlegen, dass wir statt dem Honig vielleicht mal ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ich denke, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Den Honig weg, das mit rein. Und der Rest sieht eigentlich gut aus. Ja, Spitzhacke müssen wir mal gucken, weil wir werden auch kaum noch Eisen haben. Ehrlich gesagt, wir haben noch eins. Das heißt, eine Eisenspitzhacke dauert erstmal noch einen Moment. So, 9 Minuten sind noch ausgeruht. Wir hauen nochmal hier fix was zu futtern rein. Und dann geht's auf ins Gebirge. Komisch, dass der jetzt so weit runterkam. So nah am Gebirge waren wir doch, glaube ich, noch gar nicht dran. Eigentlich passt das auch so ganz gut mit dem Graben, mit der Breite. Weil wir können einfach drüber springen. Das heißt, das Problem mit irgendwie einer Brücke, wo dann die Gegner rüberkommen, haben wir erstmal nicht. Achso, und was ich mir noch gedacht habe, habe ich, glaube ich, letzte Folge vergessen zu sagen. Ich hatte erst ein bisschen Angst mit der Größe des Grabens, weil ich mir dachte, ah, irgendwann wird die Basis bestimmt mal noch um einiges größer werden. Wenn du dir jetzt den Graben drum ziehst, musst du es dann alles wieder zubauen. Aber ich dachte mir dann, selbst wenn das Grundstück größer wird, dann können wir den Graben doch einfach wie als kleinen Fluss sehen. Also eine kleine Brücke drüber bauen und wir haben sozusagen in unserem Dorf einen kleinen Fluss, der durchgeht. Mit einer Brücke, das wäre auf jeden Fall auch ziemlich geil. Ich hau mir jetzt schon mal den Met drauf. Ja, von daher ist das da auch nicht schlimm. Dann können wir den Graben irgendwann mal erweitern und haben einen kleinen Fluss mit in unserer Stadt, wo wir drüber laufen können. Fände ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Waren wir hier schon mal in der Hütte drin? Bin mir nicht sicher. Hier ist nicht wirklich was. Ich würde gerne mal wieder ein, zwei Bienenköniginnen finden, dass wir noch mehr Honig produzieren können. So, dann lasst uns mal gucken. Ich will jetzt ungern... Oh Gott, man kommt hier aber auch schwer hoch. Ich will jetzt ungern hier die ganze Zeit mit low Ausdauer rumrennen. Komm, wir hauen uns den mal rein. Wir gönnen uns heute mal was. Das ist halt auch doof, wenn wir dann gar keine Ausdauer mehr haben und auf einmal so ein Drache neben uns steht. Also auf jeden Fall eine Menge Steine. Ich fürchte, dass wir hier gleich nicht hochkommen. Ah doch, okay, klappt. Irgendwas habe ich auf jeden Fall schon gehört. Müssen mal noch ganz kurz gucken. Ja, die sind ausgewählt, dass wir die Feuerpfeile auch nutzen. 131 Leben. Wir haben Frostwiderstand, wir haben Ausdauermet. Eigentlich soweit ganz gut. Da sehe ich was. Gucken, ob wir von hier schon locken können. Dem Moment leckt's. Eine Falb direkt gestorben, glaube ich. Ne, der noch nicht. Das war tatsächlich ein One-Shot gerade. So, du auch noch. Ah, war das zu hoch? Ja, ne? Echt so? Bam. Auch direkt tot. Oh Gott, die sind ja easy. Truhe hatten wir gestern, glaube ich, schon, genau. Ah, ich glaube, das ist so ein Golem. Oh Gott, und ein Wolf. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir diese Steingolems besiegen. Oh Gott, nein. Okay, er hat erstmal den Wolf gekillt.
Das sah mir nach einer Menge Schaden aus, die er gerade gemacht hat. Das ist jetzt die Frage, wollen wir es riskieren, hier zu sterben? Wollen wir mal gucken, ob wir den blockieren können? Wie viel ziehen wir ihn denn ab? Okay, also irgendwie so gut wie gar nichts. Au, ah, nee, nicht so geil. Gar nicht so geil. Gib erstmal das Zeug von dem Wolf her. Also Pfeile bringen nichts, dachte ich mir fast, wenn das Vieh aus Stein ist. Würde nur ganz gerne mal wieder ein bisschen Leben generieren. Gott, der... Oh, schaut mal, wie viel Schaden der macht. Einfach mal die komplette Hütte gerade eingerissen. Halt die Frage, wenn wir blockieren... Ja, jetzt kommt hier noch ein Schneesturm. Eigentlich müssen wir nur hinrennen. Müssen diesen machen. Dann können wir zweimal draufhauen. Rennen wieder weg. Übelst viel Holz rumliegen. Kernholz sogar. Und so, wir machen wieder diesen. Zack, zack, zack. Vielleicht sogar dreimal. Okay, also eigentlich ganz easy. Wir müssen nicht blockieren. Brauchen nur genügend Ausdauer, dass wir wegspringen können. Wo dreimal schon fast zu knapp ist. Aber es geht. Ich habe schon mal ein Video gesehen, wo ein Golem war, aber ich habe noch nie gesehen, wie einer den bezwungen hat. Aber ich finde, wir haben relativ schnell eine gute Taktik rausgekriegt. Er ist halt sehr langsam, der Gute. Oh nein, wir haben nicht getroffen. Nein! Au, au, au. Er hat aber weit getroffen gerade. Würde gerne wieder ein bisschen Leben generieren. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Er hat einen großen Radius. Sieht gar nicht so aus mit seinen Armen, aber irgendwie ist es doch so. So, kleiner Golem, komm. Und schlägt er denn nicht? Jetzt schlägt er. Nein, verfehlt. Na, ah, shit. Okay, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Ich brauche hier mal wieder was Besseres. Die Würstchen müssen langsam mal nachgeben. Dann könnte ich neue reinhauen. Frostwiderstand ist weg. Ja, mit so wenig Leben möchte ich es gerade nicht probieren, an ihn ranzugehen. Dieser Schneesturm ist natürlich gerade auch nicht unbedingt sehr förderlich. Also ein bisschen über 80 Leben hätte ich gerne, weil irgendwas um die 50 zieht er uns ab. Und ich möchte es auf jeden Fall nicht riskieren. Aber eigentlich ein entspannter Gegner, ne? Man kann ein bisschen im Kreis laufen. Bin mal gespannt, was er fallen lässt. So, 87 Leben. Sieht doch gut aus. Und zack, zack. Und wieder weg. Okay, haut hin. Zweimal müssen wir, glaube ich, noch hin. Ich schlage jetzt immer zweimal zu, weil dreimal ist irgendwie doch ganz schön lange. Können wir Pech haben, dass er direkt wieder zuschlägt. Schlagwaffen 42, das sieht schon mal gut aus. Zum Glück haben wir das Ding auf die 2 gemacht. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Ah, was gab es? Kristall gab's? Ich meine nicht den Comedian. So, was haben wir denn? Viermal Kristall. Ein Kristallsplitter aus den Tiefen der Erde. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen können. Werde ich mir alles mal raussuchen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja zwei Drachen erlegt. Ich glaube, hier oben liegt schon mal das eine von dem. Ne, gefrorene Drüse. Weiß nicht, ob das von dem Drachen stammt. Die Sicht ist halt gerade auch echt beschissen, ne? Ja gut, ich glaube, das haben wir ein bisschen verkackt mit dem Loot. Mit denen jetzt hier im Schneesturm wiederzufinden. Ah! Wo kam er denn her? Ach, nicht noch ein Wolf. Nein! Zwei sogar auf einmal. Das ist doch fies, was ihr macht. Machen halt auch gut Schaden, ne? 23 Leben, noch scheiße. Und da kommt ein dritter Wolf. Oh oh. Oh oh. Houston, wir... Nein, wir haben ein Problem. Runter, runter, runter. Nein. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Warum kamen denn da jetzt so viele? Ach, Leute. Wir haben zurzeit echt kein Glück. Da kommt der Drache und auf einmal kamen da 3 oder 4 Wölfe angesprungen. Die hast du halt im Schneesturm auch absolut nicht gesehen. Ja, Mist, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen besser blockieren können, gar keine Frage. Aber bei so vielen dann hatte ich halt auch ein bisschen Respekt. Scheiße, naja, wir können es nicht ändern. Wir müssen uns hiervon mal wieder eins mitnehmen. Und dann müssen wir mal hoffen, dass wir da hochkommen, ohne dass
dass uns irgendwas erwischt. Ich hau mir mal noch kurz was zu essen rein. Mann, dabei lief es gerade so gut. Die Drachen waren easy, die Golems waren easy, aber wenn da natürlich ein Drache und drei Wölfe kommen, irgendwie nicht mehr so easy. Davon drei. Und dann hauen wir uns mal hier noch mal ein bisschen Honig mit. Zack, zack, zack. Ich muss sagen, wir hatten jetzt auch nicht die beste Kombination an Essen. Wir hätten eigentlich mal noch Süppchen kochen können. Werde ich jetzt auch demnächst machen, bevor wir wieder dahin gehen. Aber dadurch, dass das gerade einfach so easy lief, dachte ich mir, hey, wir kriegen das schon hin. Ja, die Drachen eigentlich kein Problem, Golem auch nicht. Ja, die Wölfe haben es ein bisschen in sich. Die machen halt gut Schaden, obwohl wir jetzt auch schon Eisenrüstung auf der 2 haben, aber das ist anscheinend immer noch nicht genug. Entweder noch auf die 3 hoch oder wir müssen mal gucken, ob wir mit den Obsidianen irgendwas herstellen können. Da wird es ja sicherlich auch eine Rüstung geben. Wäre jetzt nur ärgerlich, weil wir jetzt so viel Eisen und Arbeit verschwendet haben, um die Eisenrüstung hochzukriegen. Wir müssen mal schauen. Wenn wir das erste davon abgebaut haben, können wir ja mal gucken, was die Rüstung für einen Wert hätte. Die jetzt direkt besser ist als die Eisenrüstung auf der 2. Oder ob es Sinn macht, vielleicht die Eisenrüstung nochmal hoch zu trainieren. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar hoch, ohne zu erfrieren. So dass wir keinen Trank brauchen. Ich laufe erstmal hier unten lang. Soll wieder volle Ausdauer haben, sieht gut aus. Ach man, die kam echt überraschend, aber ich habe die auch absolut vorher nicht gesehen. Was ist denn hier? Das sind bloß normale Gegner. Ja, es stimmt jetzt, wo ich den Raben gesehen habe. Wir haben unseren Raben lange nicht mehr gesehen. Er lässt sich gar nicht mehr blicken. Wir müssen irgendwie hier hochkommen. Sieht mir ein bisschen steil aus. Geht mal weg, ich habe nichts, um mich zu wehren. Ich möchte es gerne probieren, hier hochzukommen. Nein. Mist, 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 Mist. Wir müssen aus... Nein, wir müssen Ausdauer generieren. Vor allem, warum kommen die auch so hoch? Jetzt erfrieren wir auch noch. Scheiß drauf, wir hauen den Trank rein. Na, nein, geh weg. Ach Mist, wir kommen hier nicht hoch. Wir müssen doch einen größeren Weg nehmen. Warum erfrieren die eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil die aus Holz sind. Wäre irgendwie cool, wenn es noch Stiefel geben würde. Bergstiefel, Wandererstiefel, wo wir hier besser hochkommen. Mal, eigentlich wollte ich einen Fehler nicht mehr begehen. Den ich aber gerade begehe. Was ziemlich dumm ist, aber ich habe halt auch echt keine Zeit gerade, weil mir diese ganzen Krautzwerge hier auf die Nerven gehen. Jetzt sind wir wieder hier und wieder nicht hoch. Man kann sich leider auch nicht halten, das ist das Problem. Nee, wir müssen jetzt nochmal runter, tut mir leid, aber ich brauche erstmal eine Sekunde Ruhe, weil wir müssen uns unbedingt, das hatte mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, unseren Todespunkt markieren. Weil wenn jetzt irgendwie ein Wolf oder ein Drache um die Ecke kommen, wir nochmal sterben, ist unser Todespunkt weg und dann können wir uns hier im Schneesturm tot suchen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier, tot. Passt. Och, die lassen aber auch nicht los. Was soll denn das? Man kommt aber auch fast überhaupt nicht hoch, ne? Man muss wirklich rennen. Da ist schon Schluss. Ah, und die lassen einfach nicht in Ruhe. Ja, schon wieder ärgerlich. Also man muss echt sagen, Anfang war alles super easy, aber mittlerweile muss man echt fünfmal überlegen, was man macht. Ansonsten hat man hier bald irgendwann gar keine Fähigkeiten mehr, weil man nur am Sterben ist. Scheint ein ziemlich guter Mate zu sein, wenn wir hier sogar halbnackt im Schnee rumlaufen können, ohne dass was passiert. Den hätte ich auch gerne für den Winter. Nur so ein Glühwein macht manchmal auch schon einen ganz guten Job. So. Ihr Todding, nimm alles mit. Haben wir jetzt alles? Hau bloß ab. Hau bloß ab. Ich zieh das schnell an beim Runterrutschen. Dann sind wir nicht ganz so langsam. War eigentlich ein cooler Move. Ich weiß nicht, ist es nur einer? Wo ist er denn überhaupt hin? Bin ich blind oder was? Ich habe da schön nach oben auf den Berg geguckt. Wir halten halt eigentlich nichts aus, ne? Das war so ein doofer Tod gerade. Eigentlich sind die recht easy.
Gib mir dein Zeug. Wo ist es? Hier ist es. Nochmal Wolfspelz. Der stand genau neben mir, ne? Ich habe so schön den Berg hochgeguckt, dachte mir, wo ist er denn? Auf einmal beißt es mir in die Wade. Auch nicht schlecht. So, Krautzwerg, jetzt ist er aber auch mal gut hier. Ich weiß gar nicht, was ihr noch wollt. Ich renne hier in ebenen Gebirge rum. Und dann kommt ihr und denkt wirklich, ihr könnt was anrichten. Oder was ausrichten. Anrichten, wie auch immer. Naja gut, wir machen erstmal an der Stelle Schluss mit der Folge. Wir machen auf jeden Fall erstmal wieder zur Basis zurück. Und werden uns da nochmal Möhrchensuppe und so kochen, dass wir auch ein bisschen mehr Ausdauer und alles drum und dran haben. Weil so mit der Kombination gerade, auch mit den Würstchen, das reicht noch nicht komplett aus. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Aber naja, wir haben schon ein paar Sachen wieder zusammengekriegt. Wir haben hier viermal Kristall. Wir haben eine gefrorene Drüse. Wir haben Wolfspelz bekommen. Gar nicht so schlecht. Ich werde mich jetzt nach der Folge mal ein bisschen belesen, was es damit auf sich hat und was uns das alles nutzen kann. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.